Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Witcher 3. Was ist denn der jetzt auch hier? Wie es aussieht, hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Keine Ursache. Wie läuft's mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt, zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück und habe etwas Jade gefunden. Hier. So danke ich dir. Wenn du es wünschst, lade ich dich ein, meinem Handwerk beizuwohnen. 10.000. Ich habe Geld für bessere Werkzeuge. Die nördlichen Königreiche. Gefällt es dir hier? Oh ja. Noch nie habe ich ausgedehntere Wälder und einen solchen Himmel in derartig ungewöhnlichen Farben gesehen. Nördlinge allerdings sind eigenartig. Wortkarg, verschlossen. Und auf den Straßen wimmelt es von Banditen. Aber daran ist wohl der schreckliche Konflikt schuld. Würdest du mir etwas anfertigen? Ich habe hier, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nie mit dir gearbeitet. Erhaltung. Boni von Rüstungsschmiedtischen und Schleifsteinen sind dauerhaft. Okay. Zündung, das ist auch geil. Kleine Glyphe des Schutzes. Fassung hinzufügen. Ah, okay. Aber die Fassung ist nicht schlecht. Oder ich kann ja gleich mal reparieren hier. Warte mal, alles. Jetzt gucken wir mal, was der hier hat. Und dann kann ich ja eigentlich hier mal... Kohle wieder rausholen bei dem. 10.000 Glocken will der noch haben. 10.000. Das ist eine erste Menge. Ach, hier so viel Hemden brauchen wir nicht mehr. Neumondstiefel. War ein bisschen besser, aber ach scheiße drauf. War gerade mal 2 Punkte über da. So, gut. Kleine Glyphe des Schutzes. Nee, machen wir bloß eine. Ich würde jetzt hier auf die Dings hier mal die Zündung raufhauen.
Ach so, dann wird alles entfernt? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich dachte, das kommt da noch zusätzlich drauf. Naja, dann will ich's nicht haben. Aber ich könnte mal Fassung hinzufügen. Katze? Nee, warum zeigt er mir dann nicht das an, was ich anhabe? Danke. Bis dann. Oder ist das schon voll denn? Warte mal, ich mach mal kurz hier. Ich sag mal, ich nehme jetzt hier das hier. Die nie endende Schöpfung der Welt sei gepriesen. Würdest du mir etwas anfertigen? So. Jetzt will ich hier eine Fassung hinzufügen. Kann ich nicht. Warum nicht? Ach so. 2 von 3. Ah, okay. Verstehe. Er kann nicht, weil das alles schon. Danke. Bis dann. Der bringt mir jetzt aber auch nicht der Typ. Was von Wert ist. Weißt du, er hat jetzt hier die komischen Runen. Und das kann ich nicht machen, weil dann ist es ja alles. Nee, geht nicht. So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Spurlos. Sprich mit den Kräutern. Machen wir erstmal bitte. Reisen wir erstmal nach Novigrad. Novigrad? Nee, war der Ochsenfurt, wo die alte war. Oder? Das ist doch Ochsenfurt hier. Was haben wir hier? Ach so, das ist die Kanalisation. Wie gesagt, der bringt mir jetzt nicht mir eben einen Haufen Kohle aus für Zeugs, was ich da raufhauen kann. Aber im Endeffekt viel zu überteuert, genauso wie. Oh. Was glaubst du, wo du hingehst, Freundchen? Was sollte dich das angehen? Du befindest dich in einem militärischen Einsatzgebiet und wir sind für den Einzug der Kriegssteuer zuständig. Ihr seht eher aus, als wärt ihr für den Einzug von Wodka zuständig. Möchte zu gerne wissen, ob du auch so neunmal klug bist, wenn wir dich der Spionage anklagen. Jetzt Maul halten und zahlen. Von mir kriegst du keinen Körper. Ich sagte doch, er ist ein Spion. Wir nehmen dich im Namen des guten Königs Radovid fest. Könnt ihr gerne versuchen. Was geht hier vor? Ich berichte die Festnahme einer verdächtigen Person, mein Herr. Ein Spion. Hexer taugen als Spione so viel wie du als Gouvernante. Wenn ich euch nochmal beim Gelderpressen finde, landet ihr schnurstracks an der Front. Der Ostfront. Und du, Hexer, mach einen großen Bogen um diese Gegend. Danke. Leb wohl. Ich hab hier zu tun, ihr Jungen. Pass doch auf. Scheiße. Aus dem Weg. Hä? Ja, was zum Teufel? Ich sag alles dir, zu ich mir! Zu mir! Ja, so mit dieser Arbeit. 5 Fuß lang. Dick wie mein Arm. Was ein Ton. Ich hab deinen Freund gerecht. Ha! Ich wusste, du schaffst es, Katzenauge. Ich wusste es. Also raus damit. Wer war der Mistkerl? Mistkerle. Brüder des Ordens der Flammenrose. Was hast du mit ihnen gemacht? Mit heißen Eisen verbrannt? Die Augen rausgerissen? Gehäutet? Nein, nur getötet. Ah. Stattlich und langweilig zugleich. Hier, Katzenauge, dein Gold. Sollte für ein bisschen Extravaganz reichen. Alles klar. Du trägst das Zeichen einer gefährlichen Gilde.
So, wollen wir jetzt nochmal die Hauptquest da anfangen? Lust habe ich ja keine. Hey, was suchst du denn der hier? Der berühmte frustriert von Ego? Von was kann ich für dich tun, mein oder zwei? Herr? Hier ist ein Schmied? Nee. Waren wir bei den hier schon? Ja, ich glaube, ne? Hast du meine Waren? Ja, was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Ja, doch, haben wir schon. Wir haben so ja mit den Karten gespielt. Die besten Waren diesseits des Pontax. Warum ruckelt denn das so? Ich speichere mal lieber was ab. Ah, da kommt ja diese komische Kröte mit dem Gift, warte mal. Dann nehme ich doch gleich mal was. Wo war denn das jetzt gewesen hier? Wo haben wir denn, wo haben wir denn, wo haben wir denn? Was ist denn das hier eigentlich? Was? Ein Teil des vom Angreifer verursachten Schadens? Was? Wird auf ihn reflektiert? Auch nicht verkehrt. Gifte heilen anstatt. Okay. Gut. Ja, aber wir müssen hier lang. Stiefelspur. Groß, von einem Mann wohl. Ich dachte nur, Frauen suchen nach dem verwunschenen Prinzen. Ah, Fußspuren einer Frau, aber nur von einer. Hier liegt ja schon irgendeiner. Schwertwunden. Das war kein Monster. Geschlossen, klar? Wag es ja nicht. Bitte, tu mir das nicht an. Charmy? Geralt? Was machst du hier? Ich versuche, ihn zu retten. Hilf mir. Charmy, hör auf. Er ist tot. Ich bin sicher, irgendwas können wir tun. Lass das sein. Verdammt! Alles umsonst. Du hast getan, was du konntest. Danke, Geralt. Es ist schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Hab dich nach Vysima aus den Augen verloren. Was hast du getrieben? Lange oder kurze Fassung? Ich habe mich für immer um die Kranken und Verwundeten gekümmert, vor allem in meiner Ochsenfutter Klinik. Aber in Redanien helfe ich bisweilen auch der Armee. Ich will auch die lange Fassung hören. Sicher.
wenn wir aus der Kanalisation raus sind. Ist die redanische Armee auch dienstlich hier? Oder vertritt sie sich in der Kanalisation nur die Beine? Die Befehle kamen heute Morgen. Ich bin mit einer Einheit hier runter. Dann hat uns etwas angegriffen. Der Soldat. Hat er dir was bedeutet? Er hieß Noels. Nächste Woche hätte er Urlaub gehabt. Das hat sich jetzt erledigt. Auch für den Rest seiner Einheit. Wie viele waren sie? Ein ganzer Trupp. 6 tapfere Jungs. Alle tot. Was hat euch angegriffen? Hast du es gesehen? Nein. Ich bin gerannt, als es aufgetaucht ist. Es war riesig. Hat Gift gespuckt und so Schlürfgeräusche gemacht. Mehr weiß ich nicht. Wohl kein großer Nekrophage und kein ertrunkenen Rudel. Nein. Das war nur ein Ding. Ein großes. Jemand hat eine Fackel draufgeworfen. War dem Monster egal. Vor Feuer hat es also keine Angst. Gut zu wissen. Wieso haben sie euch hier runtergeschickt? Also, wenn's nicht vertraulich ist. Ich brauche eine Giftprobe von dem Vieh, das durch die Kanalisation streift. Es sterben nicht nur die Leute, die hier runterkommen. Das Wasser in den Brunnen ist vergiftet. Die Leute werden krank, auch die redanischen Soldaten. Ich will das Monster töten. Ich kann dir etwas Gift mitbringen. Nett von dir. Aber ich würde lieber mitkommen und die Probe selber nehmen. Die Kreatur ist gefährlich. Du hast gesehen, was sie tut. Ich bin ein großes Mädchen, Geralt. Ich komme zurecht. Versuch nicht, es mir auszureden. Du weißt, wie stur ich bin. Ja, na schön, deine Entscheidung. Zeigt mir also, wo das Monster euch angegriffen hat. Hier lang. Das Gitter ist verbogen. Das muss was Großes mit Schwung gewesen sein. Ich habe es zugemacht, als ich geflohen bin. Das Monster muss reingekracht sein. Gut, dass es gehalten hat. Aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Lohnt es sich überhaupt, da draußen zu suchen? Ich hoffe eher, dass der Schlag des Monsters eine der Wände geschwächt hat. Vorsicht, vielleicht ist das Monster noch hier. Ja, Hauptsache hier ist Zwergenschnaps. Wie es hier aussieht. Juckt mein Auge. Dann kommen die richtig ran zum Kratzen. Soldaten aus deiner Eskorte? Ja, das sind sie. Vern, Miklas, die Armen. Die Bestie scheint nicht herumzuspielen. Sie haben mir das Leben gerettet. Kanntest du sie gut? Ihn erst seit heute Morgen. Aber Vern kenne ich noch aus der Schlacht von Dorian. Miklas ist erst seit Jule dabei. Tut mir leid. Wenn das Biest tot ist, müssen wir jemanden herschicken, der die Leichen holt, damit wir sie anständig beerdigen können. Was genau ist passiert? Wir kamen hier rein und Miklas wollte nach Spuren suchen. Dann griffen Ertrunkene an. Mit denen haben die Männer kurzen Prozess gemacht. Aber Franz ist verletzt worden. Am Bein. Ich wollte ihn verbinden. Noels stand Wache. Dann erschien das Monster. Noels schubste mich zum Ausgang und rannte auf das Vieh zu. Ich drehte mich um und sah ihn in irgendeinem klebrigen Zeug liegen. Ich holte ihn und schleifte ihn dahin, wo du uns gefunden hast. Wo war das Monster? Miklas und Vern haben es von uns weggelockt. Und teuer dafür bezahlt. Hast du gesehen, was euch angegriffen hat? Es geschah zu schnell. Ich habe es nicht genau gesehen. Nur von hinten. Groß war es. Und schleimig. Ich muss mich umsehen. Der Mann, den du verarztet hast, ist er hier? Franz? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hat das Monster ihn fortgeschleift. Kann sein. Das Biest ist vermutlich hier reingekommen. Oder raus. Ganz schön tief. Ganz schön tief.
Die untere Ebene der Kanalisation ist seit Jahren versperrt. Aber Kommandant Vern hatte einen Generalschlüssel. Mal sehen, ob ich ihn finde. Da hinten leuchtet irgendwas bläulich. Schwertwunden. Das war kein Monster. Okay. Ich habe den Schlüssel. Oh, gut, dann los. Ja, hier ist er noch. Befehl. So, müssen wir jetzt hin? Achso, oder könnt ihr auch mal das Ding hier folgen, wa? Es gibt diese Legende, dass das Monster ein verwunschener Prinz ist. Hab ich gehört. Die Frauen fallen reihenweise drauf rein. Wenn ich rausfinde, wer diese Legende in die Welt gesetzt hat, bringe ich ihn um. Du glaubst nicht dran? Ich habe Medizin studiert, nicht Literatur. An Märchen glaube ich schon lange nicht mehr. Arne, du könntest nachher den Gegner mal küssen. Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Na, mehr. Shani, pass auf! Weg da! Ist noch. Na, wie lange soll ich noch warten? Kann ich jetzt hier mal? Meine Frau war wohl auf der Suche nach dem Prinzen. So. Der Körper ist so gut wie unversehrt, nur zur Hälfte mit Schleim bedeckt. Hoffentlich musste er nicht leiden. Ihr habt eine ganze Menge Zeugs hier zum Looten. Durchweichter Brief. Ronny. Leiche einer Frau, völlig eingeschleimt. Das Biest muss sie für später aufgehoben haben. Eine Frau war wohl auf der Suche nach dem Prinzen. Redanischer Soldat. Kam vielleicht allein hier runter, um das Biest zu jagen. Dumme Idee. Shani, pass auf! Weg da! Na, dann musste den ja mal so töten. Mein Gott. Mein Gott, Walter. Alles klar? Ja. Sieh mal, da ist Franz. Was von ihm übrig ist, meinst du? Was für eine Kreatur würde sowas tun? Viele Ertrunkene hier.
Bedeutet das was? Das heißt, dass unser Monster die nicht angreift. Scheint mit den übrigen Kanalisationsbewohnern zurechtzukommen. Symbiotisch vielleicht. Interessant. Was? Franz war am Bein verwundet, nicht wahr? Mhm. Direkt über dem Knie. Konntest du es mit was behandeln? Ja, mit Schnaps. Aber das war alles. Warum? Sieh mal, das Bein ist halb weg. Das Monster muss es abgebissen haben. Die anderen Leichen waren unberührt. Bis auf die Wunden aus dem Kampf. Willst du behaupten, das Monster mag Alkohol? Mhm. Mit Blut gemischt. Hier erfahren wir nichts mehr, glaube ich. Wir müssen das Lager finden. Bin direkt hinter dir. Hm, komischer Geruch. Mischung aus Alkohol, Blut und Monsterdunst. Muss hier entlang gekommen sein. Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Gibt es aber eine Menge Zeugs hier, Alter. Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Reichlich Schleim hier. Genug für deine Probe? Mehr als genug, wenn er nicht kontaminiert wäre. Ach, die ist aber mit nichts zufrieden. Mit absolut nichts. Leiche einer Frau, völlig eingeschleimt. Das Biest muss sie für später aufgehoben haben. Ich denke dann immer so, dass da irgendwie was Neues kommt. Vier. Der hat nichts dabei gehabt. Eine Frau war wohl auf der Suche nach dem Prinzen. Ja. Das Monster ist durch diesen Tunnel verschwunden. Da kommen wir nie durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Shani, kannst du hier deine Probe holen? Sicher. Vermischt mit Dreck, Geröll und ertrunkenen Kot. Die Probe muss sauber sein. Am besten aus dem Lager. Da. Mit dir los. Blöder Hund. Arme Frau, sie hat versucht rauszugelangen. Vergeblich. Scheiße. Überall tote Ertrunkene. Komisch. Ich habe gedacht, das Monster toleriert sie. Solange sie nicht zu nahe rangehen, schätze ich. Verwesende Leichen, überall Schleim und dieser Gestank. Das muss das Lager sein. Frisch und feucht. Das Fieber gerade hier. Ich nehme die Probe. Hm.
All die Tunnel und Korridore laufen hier zusammen. Und nun? Wir müssen das Monster anlocken. Und wie? Wir wissen nicht mal, was es ist. Aber wir wissen, dass es auf Blut mit Alkohol steht. Und Alkohol habe ich zufällig dabei. Du willst dich doch nicht selber verletzen, oder? Ganz ruhig. Wir haben reichlich Kadaver. Die nehme ich. Hast du genügend gesammelt? Ich hoffe. Aber reines Gift hätte ich auch gerne, wenn du das Monster getötet hast. Um ein Gegengift herzustellen? Wozu, wenn das Biest tot ist? Ich habe noch ein paar Vergiftungen zu behandeln. Außerdem kann ich das Gift untersuchen und testen. Vielleicht hat es spannende Eigenschaften. Ich mach mich dran. Ich bezweifle, dass ich im Kampf viel nütze. Aber hinterher brauchst du mich vielleicht. Ich versteck mich. Am besten wartest du oben auf mich. Oder zu Hause. Aber... Kein Aber. Warte im Durchgang, wenn du willst. Aber lieb ist mir das nicht. Wenn das Monster erscheint, rennst du nach oben. Na gut. Shani, sieh mich an. Versprich, dass du dich raushältst. Versprochen. Gut. Jetzt versteck dich. Sei vorsichtig, Geralt. Uiuiuiui. So. Guter Alkohol. Aber er schmeißt ja dann die Flasche weg, wisst ihr? Den kann man doch nochmal nehmen, auswaschen, neuen. Und ich würde doch nicht so dicht neben dem Vieh sitzen. Oder gegen dem Toten, neben dem Lockvogel. Bin ich hier damals gestorben, Alter. Vergiftet und teilt mich. Spuck mich mal an.